Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaß mit. Heute nicht nur mit Filzen, sondern auch mit einem fantastischen Stargast. Wir haben Mango am Start, der heute Flo vertritt. Und wir, ihr seht's schon, betätigen uns heute wieder in einem Handwerk, von dem wir keine Ahnung haben. Du hast noch nie gefilzt? Ich musste erstmal eins von eins verknüpfen, dass es bei Filzen wirklich um den Stoff Filz geht. Ja. Nein, ich habe keine Ahnung. Es geht nicht darum, wer Drogen versteckt hat im Körper und dass sie keiner findet. Darum geht es heute nicht. Wir versuchen, eine Anime-Figur zu filzen. Und wer das am besten hinkriegt, erfahrt ihr dann am Ende. Aber jetzt wir haben eine Anleitung. Oh. Wie geht Filzen? Nein. Echte Männer lesen keine Anleitung. Aber ich bin nicht so ein Mann. Na, dann kannst du dann lest du eine Anleitung. Wir schießen mal los, Freunde. Ich muss mir jetzt wirklich eine Anleitung durchlesen, wie man Stoff zusammensetzt, ja? Ja, der Kartoffelpüree und die Mango haben eine Stunde Zeit. Das ist nicht Kartoffelpüree. Das ist Kartoffelpüree. Nein, das ist Filz. Guck dir das mal an, das ist Kartoffelpüree. Guck doch, aber ja, da ist Filz. Nadine sitzt dort drüben und schaut, dass auch alles da rechten Ding zugeht. Nadine hat auch wieder eine Liste mit Merkmalen, die es am Ende zu erfüllen gibt, aber die wissen wir noch nicht. Brauche ich das? Ja, okay, das ist meine Filzmatrix. Übrigens, für Leute, die es nicht mitgekriegt haben, aber wird euch hier schon eingeblendet, wir machen Son Goku. Ich habe eben schon gefragt, das ist der Dragon Ball Typ. Das ist der Dragon Ball Typ. Heißt der nicht irgendwie Dragon Ball oder so? Nein. Hat der Dragon Balls? Der hat Dragon Balls. Er hat... Also ich bin schon mal insofern verwirrt, weil ich habe einen kleinen Mini-G-Stock aus Metall, wenn es mir mal schlecht geht. Meint ihr, das Paralleluniversum ist ein Super Saiyan Supermarkt? Als Maul. In gewisser Weise ist da was dran. Keine Ahnung, wofür der ist. Wahrscheinlich zum Füllen innen drin, wenn ich irgendwie... Oder, ach nee, da mache ich das drauf, damit ich mir den Tisch nicht kaputt mache. Aha. Ach so. Ah. Ja, zum Glück darf der Tisch leben, aber die Hände sterben dann, oder wie? Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, wir brauchen Blau, wir brauchen Orange, wir brauchen ein bisschen Weiß und wir brauchen ein bisschen Hautfarbe. Ich würde eher Schwarz sagen, brauchen wir... Schwarz brauchen wir auch für die Haare. Was kommt denn am nächsten an Son Gokus Hautfarbe ran? Und das hier. Da so rein und dann steckt man das da drauf, oder was? Man piekst, glaube ich, immer, weil. Komm, ich probier mal erstmal was Kleines. Das Blau, oder? Schön. Das Blau. Mindestens 10 cm. Ja, kriegen wir hin. Gar 10 cm. Da habe ich gar keinen Bezug zu. Das vierte Mal dasselbe. Du hast eine Schere, ne? Ich habe eine Schere, ja. Mal kurz mopsen. Okay. Also brauche ich eigentlich einen blauen, ich brauche eigentlich einen Menschenkern und auf den sticke ich dann so die Klamotten drauf, oder? Ja. Wie macht man das denn beim Filzen? Die Frage ist, wenn man jetzt den ganzen Kern, warte mal, ist das ein Wettbewerb? Es geht schon am Ende darum, wer die meisten Kriterien erfüllt. Innerhalb einer Stunde, ja. Aber wir kennen die Kriterien nicht. Ja, das ist das Problem an der Sache. Aber da wir haben ja schon mal was mit Ton gemacht, Lukas, um dir das gleich mal sagen zu können. Ich gehe davon aus, was soll denn jetzt hiermit passieren, wenn ich da reinsteche? Ich weiß nicht, ob das jetzt besser wird. Ich habe auch keine Ahnung. Ich versuche erstmal einen Oberkörper. Warum? Ich weiß nicht, was passiert. Ja, der wird abgestochen da drüben. London. Okay, also man kann das so, guck mal, ich kann das einfach so ziehen. Ah, du zerziehst das so. Ich zerziehe das so, okay, aber damit mache ich ja das Gameplay sein. Aber das ist ja das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen will. Ich will das ja zu einem kleinen Ball machen. Vielleicht muss ich mir nochmal so eine Nadel nehmen und das einfach so. Wenn ich das hier reinsteche, ich arbeite das sozusagen hier in den Untergrund ein. Hör auf. In den Untergrund arbeitet er das ein. Paul, du bist so ein Gangster. Und dann kann ich auf der Basis vielleicht... Siehst du, wie es enger wird? Guck mal. Oder der jetzt darauf stehen, oder was? Paul, das sind seine Füße, der hat blaue Schuhe. Ich glaube, Paul hat das schon mal gemacht, oder? Nee, es war jetzt einfach... Das sieht voll gut aus, Paul. Es ist einfach passiert. Oh, du bist gedanklich auch noch 10 Schritte vor mir, wirklich. Ich gehe einfach von unten nach oben. Okay. Fühl mich wie eine Nähmaschine. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Schuhen. Not gonna lie. Ah ja, guck mal, wenn ich das dann so rausziehe, es ist schon ein bisschen fester jetzt. 12 an einem Donnerstagmittag, Alter, und die prügelt hier mit Nadeln auf Filz ein. Naja, okay, sein rechter Fuß ist ein Klumpfuß, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern. Direkt abgestochen. Ich frage mich, ob es da so Techniken gibt, dass man das so noch besser zusammenhängend hinkriegt. Aber schaut mal, aus meinem wirklich losen Filz ist jetzt schon hier so ein gutes Stück zusammenhängender Filz geworden. Weil das mit der Nadel sich so... Ja, okay, that makes sense, honestly. Das ist so, wenn ich von allen Seiten da mal so reingehe, dann verfilzt sich das so ineinander. Okay, ich
hätte jetzt Trick 17 gemacht. Ich glaube, ich denke zu modellbauerisch hier. Irgendwie. Das kann sein. Schau mal, ich habe jetzt schon hier, ich habe mir extra so eine kleine Torso-Form gemacht, die unten auch so schmal zulaufend ist. So brustkorbmäßig. Da könnte ich jetzt natürlich hier auch noch ein bisschen Brustmuskulatur auch rauffilzen, damit ich auch wirklich die muskulöse Struktur von Son Goku hier widerspiegeln kann. Brustmuskulatur rauffilzen. Ich glaube nicht, dass diese Wortkombination schon mal existiert hat. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr einen Satz sagt, der noch nie gesagt wurde? Oft. Und ich glaube, du könntest hier tatsächlich recht haben. Boah, das ist schon ein bisschen Aggressionstherapie, ich mag. Ja, aber es ist auch so, ich merke, ich brauche ein bisschen mehr Armtraining wieder. Die Bewegung kannst du leicht trainieren, die wir da gerade machen. Ja, ich weiß, aber... Mach ich nicht. Ich glaube, ich bin in 5 Minuten fertig hier. Boah, das ist so ein geiles Geräusch, ne? Ja, irgendwie ist geil. 5 Minuten fertig, Paul. Naja, ich wollte ein bisschen angeben, aber... Guck mal. Boah, er hat schon ein Bein. Ach, guck mal, es hält tatsächlich, wenn du das so aufeinander machst. Ja. Yeah. Crazy, okay. Ich bin sehr zufrieden. Guck ihn dir an! Ja, also jetzt mal ernsthaft. Ja, ich hoffe, das geht gut. Jetzt guck doch mal, wie er steht. Ja, ist wirklich gut. Ob das ein Kriterium ist am Ende, dass er auch steht? Das Geile ist, beim Filzen habe ich jetzt gerade das Gefühl, man kann einfach wirklich aufeinander layern. Ja. Yeah. Und das ist für mich als jemand, der so mit Photoshop dann auch viel gearbeitet hat und so, ist das natürlich eine ganz praktische Sache. Weil ja, Gerst leitet dich weiter selbst. ich bin auch voll gut im Papierschneiden. Diese Schere kenne ich auch. Schere habe ich auch schon mal. Zerschneide ich immer Videos. Aber ich verstehe das Denken schon, dass man sie übereinander macht und dass das dann nach vorne, also, boah, die Frage ist, muss der dreidimensional anguckbar sein? Oh, ey, aber eure Taktik ist auch, also ich meine, ich sehe ja deinen Körper, ne? Momentan sieht es bei Olli noch so ein bisschen so aus, wie als ob von X-Men The Beast so ein orangene Jacke drüber hat. Es ist aber, Filz ist voll das geile Material. Ja, ist crazy. Entschuldigung, ich steche hier ein bisschen mit einer Nadel rein und habe plötzlich was Festes, was vorher nicht dich selber mit der Nadel stechen. Ich habe mich schon gepiekst. Wer hat sich noch gepiekst? Niemand. Nicht nur ganz kurz. Noch gar nicht? Okay. Doch, ja, leider schon. Okay, man sollte das auf dem Blog machen. Alter, ich glaube, ich scheiß auf das Content-Creator-Dasein. Du bist professioneller Filzer. Ich werde professioneller Filzer. Wo gehst du denn hin? Zum Zoll? Oder? Ja, wir hatten aber Olli auch schon angebracht. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Mhm. Das wir auch einfach so nennen. Mhm. Spaß mit Filzen. Und wir lassen uns von so einem riesigen Security einfach komplett durchsuchen. Jeder kriegt so 10 Gramm Gras. Ist das versteckt? Und du musst das verstecken, irgendwo am oder im Körper. Auf welcher Plattform wird das hochgeladen? Das kommt drauf an, wo du es versteckst. Und was kann man gewinnen? Die anderen, du darfst die dann behalten. Das, was du versteckst, darfst du behalten. Man sollte das wirklich so in langen Streifen auch rumlegen. So, dass so Sachen zusammenbringen geht nur, wenn sie so liegen, relativ gut. Nee, guck mal. Ja, das habe ich auch gemacht, Paul. Da habe ich mir ganz schlimm in den Finger gepiekst. Ja, das glaube ich. Das Risiko gehe ich gar nicht ein. Aber es geht. Guck's dir an! Das ist halt echt insane. Warte, Paul. Ey, ja, Mann! Jetzt irgendwie haben wir unterschiedliche Ansätze, ich weiß auch nicht. Es wird jetzt auch Zeit, dass ich die Beine mache. Problem ist, ich brauche mehr Orange. Ach so, willst du hier Hautfarbe? Das ist keine Hautfarbe. Das ist Hautfarbe. Also Hautfarbe ist generell so ein Begriff, der ziemlich dumm ist, aber... Ich wollte sagen, das wird jetzt langsam hier eine Grundsätze. Hä? Aber ihr seht doch die Farbe von ihm. Ja. Um die geht's doch. Dragon Ball Farbe. Um die Dragon Ball Hautfarbe. Ich misch einfach. Verstehe ich. Mal kurz nur sicher gehen, weil wenn die Beine jetzt schon... Ja, alles klar, easy peasy. Scheiße, ich hab viel zu groß gedacht. Stimmt, 10 cm ist ja nix eigentlich. Nee. Gar nicht so viel, ne? Nee, zu klein. Mann. Ich kann jetzt ja einfach... Ja, Mann! Du kannst einfach mega drauf smart weiterarbeiten, ne? Das ist mega smart. Man muss so voll in der vierten Dimension denken beim Filzen. Ich glaube, Filzen wurde von interdimensionalen Wesen erfunden, die der Menschheit ein Hobby geben wollen. Das kann sein. Und jetzt muss man voll wie die denken. Aber wir denken halt immer in drei Dimensionen. Meinst du, Filzen ist eigentlich ein großer Test? Filz ist, wenn wir endlich gut filzen, dann nehmen sie Kontakt mit uns auf. Meine Filz ist so eine Sache, wo sich Menschen auch näher kommen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon irgendwie so ein bisschen Angst vor den Haaren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das habe ich gerade bekommen. Boah, das hält voll gut. Mit einem Kommentar von? Liebe Grüße an Lukas. Also nur damit ihr es wisst, Lukas Freundin hat mir gerade ein Foto aus dem Bett geschickt.
hätte den Satz ungünstiger ja, formulieren das, ich können. Ich weiß auch nicht, Paul. Ich weiß ja auch nicht. Sonst wäre die heute auch dabei gewesen. Aber die ist ein bisschen krank. Wenn ich wir kommen auch so zurecht. Filzen kriegen wir auch so rüber. Ich glaube, die hat uns eh outperformt. Die ist künstlerisch so begabt, das ist nicht gut. Digga, die Haare. Das wird so gut. Guck dir mal Son Goku an. Er sieht aus wie so eine Mittelfingerfigur. wie so ein Wiener, den du da reingejagt hast. Ja, Mann. Junge, wie geil. Dass ihr das überhaupt so zum Halten bekommt. Ja, du musst einfach reinprügeln. Wie du so musst länger pieksen, einfach. Länger pieksen, ne? Einfach länger pieksen. Ich glaube tatsächlich, ich war in einem Kunstprojekt noch nie in meinem gesamten Leben so stolz auf mich, wie ich gerade bin. Wirklich? Ja. Ich wünschte, ich könnte zustimmen, aber irgendwo in der 8. oder 9. Klasse haben wir Zeichnen mit Fluchtpunkten gemacht. Oh. Zwei Punkte, man ja. Macht immer nur Linien und ich habe einfach zugehört und Regeln befolgt und plötzlich sah das, was ich gezeichnet habe, nicht scheiße aus und ich war so, boah, wow, das ist ja, wenn man gar nicht so schwer, aber... Nee, Kunst ist nicht schwer, Leute. Ihr habt es hier zuerst gehört bei Mango. Ihr müsst nur die Regeln befolgen. Kunst ist... Alle, die künstlerisch nicht gute Ergebnisse liefern, befolgen einfach die Regeln nicht. Ja. Und alle, die künstlerisch gut sind, befolgen einfach nur Regeln, haben aber kein Talent. Du sprichst da schon eine Sache an. Also die Trennung von Kunst und Handwerk. Ja, jemand kann handwerklich ganz schlecht sein, aber trotzdem gute Kunst schaffen. Und jemand, der einfach sein Handwerk extrem beherrscht, kann halt was handwerklich Geiles bauen. Aber das muss dann nicht über die Kunst sein. Da müssen wir den Begriff Handwerk aber noch ein bisschen abgrenzen. Ist das League of Legends Spielen auch ein Handwerk? Ja. Es gibt aber auch Menschen, die daraus eine Kunst machen, ja. Okay. Zum Beispiel deine Yi-Skills sind also Kunst. Ja. Deine anderen League of Legends-Skills sind Handwerk. Oh, das ist so wissensreich von dir. Das stimmt komplett, aber ich hatte nicht erwartet, dass du das so antizipierst. So, jetzt habe ich irgendwie so gearbeitet, dass ich so... Ey, das ist doch super. Das sieht ja, aus, wie ich so mache. Ja, ja. Was, das wird die Genki-Dama? Die bitte was? Gesundheit? Genki-Dama, warte. Genki-Dama. Nein, ich finde das selbst raus. Genki-Dama. Das... Oder ein Kamehameha. Genki-Dama ist die Bank, wo sie die Dragon Balls sich auszahlen können, wenn sie ihren Lohn kriegen. Genau, richtig. Ja? Ja, nein, ja, Quatsch. Nein, Genki-Dama ist tatsächlich eine bestimmte Technik, bei der er die Energie aller Lebewesen dieses Planeten oder im späteren Verlauf auch mehr sammelt, in einen großen Energieball speichert und damit seinen Gegner pulverisiert. Nicht die gesamte Energie, sondern jedes Lebewesen, Pflanze und so gibt ein bisschen Energie ab, um das so zu konzentrieren. Also stell dir vor, du alleine haust zu und hast die Mangokraft oder du hast 10% der Kraft von allen Tieren, Menschen und Pflanzen. Das ist ein Dollarerschlag. Okay. Die Hälfte der Zeit ist um. Dann wäre es wahrscheinlich mal sogar eigentlich an der Zeit, Alter, dass wir mal so einen, wie krass ist denn deiner schon? So einen kleinen Blick drauf werfen, oder? Naja, nur weil deiner so krass ist. Geil, liebig. Ich glaube, das ist wieder so eine Sache, wo man am Ende nochmal eine extra Stunde braucht, um dann so Finishing-Touches zu machen. Einfach so mit so Kleinigkeiten das Ding komplett geil fertig machen könnte. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob ich gerade mir zu viel Zeit nehme für dieses nicht so gut werdende japanische Schriftzeichen hinten auf seinem Rücken. Du machst das ja, oh mein Gott. Das muss man ja auch noch machen. Ich mach das. Ihr seid verrückt. Mein Son Goku wird so unfassbar weiß, der geht, wenn er fertig ist, direkt erstmal in Starbucks. Das ist verrückt. Ich glaube trotzdem, also was mich würde mal wirklich interessieren, so ein, würde es super gern einfach so ein Anleitungsvideo sehen, um zu gucken, so was sind so noch die Tricks beim Filzen. Da gibt's doch bestimmt übelst geile Techniken. So, der Gürtel wird das Letzte, was ich mache, oder? Hast du jetzt einfach blau von mir geklaut? Die Größe war perfekt. Ich weiß, wie sich eine Nähmaschine jetzt fühlt. Ja, exakt so. Jetzt fehlt mir aber irgendwie das Pedal, wo die ganze Zeit jemand auf mich rauftritt. Ist das so ein Fetisch? Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ihr anfangt, Augen zu machen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nie drüber nachgedacht, auch nur einzelne Sachen aus seinem Gesicht zu machen. Gar nicht so leicht auf jeden Fall mit Augen, aber ey. Weil er läuft wie so ein Opa. Krillin, wo ist meine Krücke? Krillin. Klein. Ups. Ey. Das ist nicht gut. I'm
sorry. Auch so. Ich finde es auch schön, wie wir alle kollektiv diese Anleitung jetzt ignoriert haben. Haben die alle durchgelesen, jetzt stechen wir das alles einfach nur ab, anstatt da irgendwas mit diesem Holzteil zu machen oder so. Ja, aber das mit dem Holzteil hat ja auch nicht so gut funktioniert. Na gut, schon. Du hast ein Häschen. Häschen-Wonsi gebaut. Ich arbeite gerade an einem Hasen, richtig. 20 Minuten. Ich muss noch schon wieder Arme 5 Minuten und Gesicht machen. Ach du Scheiße. Nicht so leicht auch, oder? Also in einer Stunde, wenn dann so anfängt, auch die Zeitpanik einzusetzen. Das ist ja das Schöne, Freunde, ihr könnt das zu Hause auch gerne einfach mitmachen. Ja, kauft euch ein Filzkit. Ja, das ist, was kostet so ein Filzkit? 20 Euro oder so. Das ist ein Legendary Skin und wenn ihr da dran seid, locker 2-3 Stunden, 3 Runden League. Also das würde ich mir sehr gut überlegen. Wählt nicht das echte Leben, vertraut mir. Aber sag nicht, du hast hier keinen Spaß. Selbstverständlich habe ich Spaß. Ja, siehst du? Boah, ich schwitze. Ich bin aber auch irgendwie der einzige Idiot, der hier einen Pullover noch anhat. Das ist richtig crazy, das habe ich auch letztens entdeckt. Das ist irgendwie recht neu noch. Das, es hilft in solchen Situationen übel. Das nennt sich so Wettervorhersage. Da kannst du im Internet gucken und dann siehst du, wie warm das wird am Tag. Crazy. Ah! Gepikst? Nein. Hey, nicht hier rauf gucken jetzt. Das ist, der darf nur Feuerseite angeguckt werden. Das ist nur die Dimension, die man am Ende sieht. Okay, die Haare werden jetzt halt entweder das Gute oder das Schlechte von all dem hier. Die sind echt schwer, weil die so fein sind. Ich werde nicht fertig werden. Ich muss jetzt priorisieren. Wie um alles in der Welt kannst du denken, dass du nicht fertig bist, wenn du doppelt so weit bist wie ich? Und ich denke mir so, ach, gar kein Ding. Kein Problem, schaff ich locker. Deiner hat schon Arme. Deiner hat ein Gesicht und ein Gürtel. Das ist wahr. Und ein Gürtel. Oh mein Gott, es ist zu viel Haar. Digga, das ist Son Gohan Beast Mode. Damit holst du die Fans ab. Pass auf, es sind ja Haare. Ich kann ja einfach die Frisur schneiden. Wir haben Schere? Eine Schere, ja. Das wurde mir enthalten hier bisher, dieses Utensil. Ich was? Möchte hiermit bitte ein wenig extra Zeit beantragen. Nein, ich habe ihm alles abgeschnitten. Gut, ich will doch nichts beantragen. Alles gut, die Schere wollte ich nie. Also meiner ist auf jeden Fall schon mal cool. Der ist aber auch ein bisschen inflated. Ja, dass er sogar hinten dieses Zeichen drauf hat und sowas. Das Zeichen hinten ist crazy gut. Ich habe das Zeichen vorne. Mein Lieblingscharakter bei Dragon Ball, boah, schwer zu sagen. Mein Son Goku ist schon eine coole Sau, keine Frage. Auch wenn er väterlicherseits sehr fragwürdige Entscheidungen trifft, teils. Väterlicherseits ist er ein bisschen schwierig, ja. Also ich mag prinzipiell Vegeta ganz gern, weil der einfach der hat somit die spannendste Entwicklung einfach von allen so hinter sich. So vom Gegner zum absoluten Verbündeten, aber dann auch immer so ein bisschen, naja, zerfressen der Tatsache, dass er so schwach ist. Ja, dass er einer der letzten seiner Rasse ist und war eigentlich auch der Anführer. Und das macht alles ein bisschen schwieriger. Overall ist halt wirklich auch schwierig zu sagen. Ich glaube, mein Lieblingscharakter von Dragon Ball gibt es einen Moment, und zwar als Gohan bei den Zeltspielen zum zweifachen Super Saiyajin wird. Da finde ich Gohan einfach insane. Da nimmt er aber ab so. Der nimmt sehr ab, ja. Der nimmt sehr ab. Und dann ist es dann doch schon wieder, also da bin ich dann auch bei dir. Ich hatte zum Beispiel auch nur eine Vegeta-Actionfigur. Ich hatte aber mal eine Vegeta-Actionfigur. Ich glaube, ich mag, da muss ich jetzt unterscheiden, Future Trunks sehr gern. Dass der einzige Rationale von denen ist. Ja, weil er auch alles verloren hat. Ja, das alles. Das war. Mein Lieblingscharakter aus Dragon Ball ist Niki Lauda. Niki Lauda? Ja. Aber was mit Mama Lauda? Ich bin jetzt schon bei den Details. Ich würde super gern einfach noch viel mehr mich um die Haare kümmern. Ich habe die Haare jetzt. Haare sind gut. Es geht bald, gehen das hier alles als Voodoo-Puppen durch, was wir machen. Ich glaube auch. Okay. Son Goku schreit gerade wirklich. Die ganze Zeit auch einfach nur, der weiß nicht warum. Ich bin dann aufgewacht. Okay, ich könnte jetzt des Todes wegminmaxen. Oder ich akzeptiere mein Schicksal jetzt einfach. Versteht, ich glaube das nicht. Also fast. Okay, man darf ihn nicht bewegen. Na, Ich bin, glaube ich, zufrieden. Ich glaube, ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Ja, same.
Nee, der steht jetzt. Wenn keiner wackelt, steht der. Ja, same. Oh nee, er ist so traurig, meiner Alter. Gar kein Bock. Das, wenn ihr, als wenn er sich die Hose runterzieht, um auf Klo zu gehen. Okay, es piept. Paul ist stark, du hast ja, ihn da einfach also, angefilzt. Das ist voll clever. Ich sehe einen starken Qualitätsunterschied, muss ich sagen. Boah, die Frage ist ja, ist auch 10 cm hoch, oder nicht? Guck mal, wir müssen mal hier die Hände hinterpacken, damit man die Haare auch richtig. Die Beine sind schon über 10 cm. Mango, was sagst du denn jetzt so nach deinem ersten Mal filzen? In Zukunft öfter? Neues Hobby vielleicht auch? Ja, das ist eine Sache, glaube ich, für ein... Hat man mal gemacht. Nach den ersten 10 Minuten oder so habe ich festgestellt, filzen is it. Also, ist euer 10 cm groß? Ja. Bemessen? 23,5. Mit Haarspitze? 20, ja? 28. Oberkante 21,5. Also alles so wie in echt. Ja. Gut. Und würdet ihr sagen, dass ihr die richtigen Farben gewählt habt? Haben wir die richtigen Farben, wir drei? Also, wenn jemand nicht die richtigen Farben gewählt hat, dann du. Aber an sich ja. Findet ihr, dass dieses Schweinchenrosa richtig... Ja? Ja, der hat halt ein bisschen... Nicht wirklich. Also wenn wir jetzt mal die direkten Farben vom Bildschirm vergleichen, ist hier nur eine Person. Der ist ja nicht kalibrierter Bildschirm. Also dein Son Goku hat sich die Haut... Er hat gerade einen Sonnenbrand. Da, also unsere... Irgendwo zwischen unserem liegt eigentlich die Wahrheit. Also ich finde, für Anime-Farben bin ich echt nah dran. Ich möchte dazu sagen, dass ich ein bisschen was von dem Gelb ins Gesicht mit reingefilzt habe. Ja, aber... Also wir lassen... Ich würde es trotzdem durchgehen lassen. Ja, ich wollte ja niemanden qualifizieren. Okay, alle noch Gleichstand. Trägt ihr einen Gürtel? Ja. Ja, alle drei tragen einen Gürtel. Habt ihr Zähne? Ja. Ja. Zähne? Ja. Aber ganz schwer zu erkennen. Also man muss wirklich genau gucken, sieht, aber... Ich finde, in der Kamera sieht man deine Zähne. Also ich habe einen Mund. Ja, aber das ist ja das Weiße. Mein Mund ist aber schwarz. Also Olli und Paul haben Zähne. Okay, können wir mal ganz kurz beim Mango raufschwenken? Wir checken mal... Also er hat einen Mund. Karies, ja. Ja, da sind Zähne. Guck mal, das Weiß guckt ein bisschen ins Schwarze rein. Das sind Zähne für mich. Wirklich? Ja, das sind Zähne für mich, auf jeden Fall. Habt ihr das Logo auf der Brust? Ja. Ja. Mango nicht. Mango leider nicht. Habt das Logo auf der Brust gemacht? Ja, tatsächlich. Da ach, das ist ein Paul sieht sogar richtig stark aus, finde ich. Habt ihr mindestens 7 Haarstacheln? Oh, 7 Haarstacheln? Nee, ich habe nur 4. Ihr habt auch 4. 1, 2, 3, 4, ja. Wir haben alle 4 Haarstacheln nur gemacht, gibt keinen Punkt, ne? Habt ihr die Schweißbänder gemacht? Ja. Das war das Letzte, was ich noch gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, die könnten bestimmt dran sein. Ah, das ist ungünstig, sehe ich einen. Na, bei dir hat er sie schon abgenommen, weil die wiegen ja jeweils 2 Tonnen. Mhm. Er trainierte mit denen, ja. Aber deiner wiegt ja auch selber schon 2 Tonnen. Habt ihr die roten Streifen auf den Schuhen? Nein. Oh, die habe ich überlegt zu machen. Ich hab's gerade noch in der Hand. Keine roten Streifen. Aber du hast die Kordeln. Ich, ja, aber das ist schon mal Bonus. Aber das ist die nächste Frage. Ah. Habt ihr die Kordel um die Kordel? Oh, die habe ich auch, actually. Die hast du auch gemacht, die Kordeln? Kordeln habe ich gemacht. Crazy, okay, da bin ich cool. Im Punkt behind. Da, ich habe die Kordeln. Ich habe die Kordeln auch. Ja. Das hat die Kordeln. Was, wo? Was? Wo hast du nur die Kordeln? Das sind doch die hier, die Kordeln, oder nicht? Nee, das ist der Gürtel. Das sind die Leute, hier. Ne? Diese braunen, das braune. Das da unten um die Schuhe. Das Seil, um die Schuhe gebunden. Ich hab gar keine Kordel, hä? Okay, dann geht Paul in Führung. Ist mir nicht mehr aufgefallen. Verdammt. Ihr erkennbare Muskeln. Ich ja, mein Son Goku nicht. Hält sich stark in Grenzen. Also ist bei mir, sind bei mir, ich hab, oh warte, zählt das? Okay, jetzt passt auf, jetzt brauche ich mal eure Meinung. Ich habe einen Arsch gemacht, den man auch sieht, weil er auch tatsächlich... Olli, das ist doch, wir reden nicht vom Arsch, wir reden das ist der Gluteus Maximus, das ist eine Muskel. Nein, also es ging um Armmuskeln wahrscheinlich, ne? Bei dir sehe ich ein bisschen was, Paul. Ja, ich habe da nur, aber ich habe da, um ehrlich zu sein, man sieht hier, ich habe hier zum Beispiel, wenn ihr hier... Definition geguckt, ist da, ja. Ich habe da Definition reingedrückt. Ja, ein bisschen. Also wenn ihr das zählen lassen wollt, ich wollte mir die Mühe geben, dass das... Also das sieht, der Arm sieht auf jeden Fall nach Muskeln aus. Der sieht muskulös aus. Ich würde auch sagen, der sieht ein bisschen danach aus. Das würde ich zählen lassen, ja. Ja. Also meiner hat nicht mal Hände, von daher... Habt ihr Pupillen? Ja. Ja. Habt ihr die Augenbrauen gemacht? Nein. Habe ich Augenbrauen? Kann man die Kamera raufgehen? Ich weiß es nicht. Ich hab drüber nachgedacht und war mir... Nee, keine Augenbrauen. Auch nicht. Keine Augenbrauen. Nee, keiner hat Augenbrauen. Habt ihr denn annehmbare Proportionen geschaffen? Annehmbar? Ja das finde ich schon, alle drei. Also, ja. Für alle drei haben auch sehr annehmbare es Proportionen. Sind okay Proportionen. Also deiner... Der hat ein bisschen viel Oberkörper trainiert. Deiner hat ein bisschen mehr Oberkörper als Beine. Ja. Aber es könnte auch sein, als ob er sich gerade einfach eingekackt hat. Ja, okay. Habt ihr das Logo auf dem Rücken? Ja.
Aber da steht nicht, ob es blau ist oder wie auch immer. Ja, er hat irgendein Logo auf dem Rücken. Ich hab das Originale. Ich glaube, das ist ja aber das Logo. Erkennt man auch, es ist das ist einfach ein Dick, den du da gemacht hast. Boah, er hat schon ein Bein. Das ist schön. Also, hast du wirklich schön gebastelt, finde ich. Und jetzt, Olli, deine schöne letzte Frage. Habt ihr erkennbare Po-Backen? Ja! Wirklich? Ja! Ich wusste, dass der Arsch dran ist. Das Bild an. Also ich finde, meine Po-Backen sind auch... Ja. Guck dir den Booty an. Nein, finde ich auch. Aber geh noch mal mit der Kamera auf meins. Ich finde, meine Po-Backen sieht man auch. Okay, er hat wenig Arsch in der Hose. Ja, aber du siehst doch... Aber es ist erkennbar Arsch in der Hose. Du siehst doch da... Ja, absolut. Also du siehst es doch. Ich finde deins sogar fast ein bisschen plastischer als meinen. Ey, das ist auch ein Booty. Das ist auch ein Booty auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall Katastrophe einfach. Ich finde fast, guck mal, von hinten sieht er richtig gut aus. Habe ich die Pose fast sogar richtig gut getroffen, ja, oder? Ja, weil es sind ja auch zwei verschiedene Posen, ne? Ja. Deswegen ist es ja auch gar nicht schlimm. Okay, dann hat Mango 7 Punkte erreicht. Ey. Olli 10. Yeah! Und Paul sogar 12 Stück. 12 Punkte! Oh. Paul ist schon wieder gewonnen, ne? Letztes Mal auch gewonnen. Ja. Paul, du bist der ungeschlagene Bastel-Champion. Von 13 oder von 14? 15. 12 von 15. Oh. Aber großer Filzen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schon, oder? Das ist cool. So, Freunde, das war Spaß mit Filz. Vielen Dank an Mango. Herzlichen Glückwunsch an Paul. Denkt bitte dran unbedingt, schreibt uns in die Kommentare, welchem Hobby, welcher Bastelkunst wir uns als nächstes widmen sollen. Wir hatten jetzt Spaß mit Ton und Spaß mit Filz. Ich finde die Ergebnisse auf jeden Fall alle sehr fantastisch. Hua, hua, hua. Das funktioniert besser, als ich dachte. Freunde, und wir geben euch jetzt nochmal schöne Bilder von unseren drei schönen Bastelfilzfiguren. Ganz viel Spaß. Denkt dran, Daumen nach oben, folgt bei Mango rein. Haben wir euch alles in der Beschreibung verlinkt. Ja, haben wir überall. 30% gucken das Video gerade, ohne abonniert zu sein. Ne? Ja, also, mindestens. Also deswegen unbedingt gönnen. Wow. Und das ist wirklich kein, also schreibt unbedingt Vorschläge in die Kommentare, denn das war auch ein Vorschlag aus der Community, den wir hier jetzt umgesetzt haben. Hör auf! Mach ihn nicht kaputt. Er ist perfekt. Super Saiyajin 3. Er ist perfekt in schwarz. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und viel Spaß mit unserem Kunstwerk. Nee. Stirb, Sonko, stirb. Sehr gut. Wow! Oh.